Du bist hier in Budapest aufgewachsen, bist dann aber nach St. Gallen studieren gegangen. Weshalb hast du diesen Schritt gewagt damals? Also ich habe die Schweiz schon immer sehr, sehr geliebt. Ich war das erste Mal mit 4 in der Schweiz. Und aber der Grund, warum ich in die Schweiz wollte und auch gerade mal an die HSG, war einfach, weil das eine super tolle Universität ist. Und ich habe die schweizerische Mentalität wirklich sehr, sehr geschätzt. Ich bin ein wenig ähnlich zu den Schweizern, aber ich wollte wirklich viel mehr lernen und viel mehr davon aufsaugen und aufnehmen. Hat das geklappt, dass du das Wissen hier anwenden dann auch konntest, jetzt in Ungarn wieder zurück? So, definitiv. Sowohl im beruflichen Leben als auch im Privatleben und der Freunde. Und im Berufsleben, wenn du ja ein Diplom von der HSG in Ungarn hast, bedeutet das wirklich viel. Also die Leute halten sehr viel von einem schweizerischen Diplom, obwohl die nicht immer das wissen, dass das von der HSG ist, aber trotzdem, die Schweiz ist ja sehr renommiert, auch vom Wissen her. Ich beginne ein paar Sätze. Ich bitte dich, sie zu vervollständigen. Seit meiner Zeit an der HSG vermisse ich die Internationalität. Also ich habe damals viel zu viel studiert und viel zu viel gearbeitet, dass die viele Arbeit jetzt nicht so unbedingt, aber einfach mal das internationale Umfeld. HSG Alumni ist für mich Freunde, ehemalige Kommilitonen oder Kommilitoninnen, die kenne ich sehr gut, sie sind gute Freunde, waren zum Teil bei unserer Hochzeit. Was würdest du den heutigen Studierenden mit auf den Weg geben? Uni ist ja nicht nur ein Partyplatz, da soll man auch gerne hart arbeiten. Aber ansonsten ist es halt mal auch gut, wenn man sich wirklich für die Welt öffnet und wenn man sich traut, viel Neues zu probieren. Also möglichst vieles ausprobieren, damit man weiß, was man wirklich möchte, worin man wirklich gut ist und einfach dann dafür sich engagieren und ja. Super, vielen Dank.